Um London vor den Luftangriffen durch das Dritte Reich zu schützen, wurde tausende sogenannter Sperrballons eingesetzt. Mit einem Stahlseil am Boden befestigt, ließ man die mittelgroßen Ballons bis in eine Höhe von 1500 Metern steigen. Da die dünnen Seile kaum zu sehen waren, wurden die angreifenden Flugzeuge gezwungen, deutlich höher zu fliegen. Dies verringerte ihre Treffergenauigkeit stark und brachte die Kampfflugzeuge gleichzeitig wieder in die Reichweite der höher ausgerichteten Flugabwehrgeschütze.